Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ich kann schwimmen wie ein Weltmeister. Ich kann Fahrrad fahren wie ein Tour de France-Star. Ich kann laufen wie ein Marathonheld. Ich kann predigen wie Martin Luther King. Ich kann helfen wie Mutter Teresa. All das kann ich, wenn ich träume. Träume und ausruhe und erhole. Erholung ist das Wichtigste. Ob beim Triathlon ab 40 wie bei mir oder beim Sport im Alter. Erholung ist auf jeden Fall richtig wichtig. Und das nicht nur beim Sport. Denn die Erholung, die Pause, ja, die ist unheimlich wichtig. Und das nicht nur zur Regeneration und zur Wiederherstellung von Kraft, sondern für so viel mehr. Die Erholung, ja, die ist auch ein wichtiger Ort der Gottesbegegnung. Und das wird leider allzu oft vergessen, auch von mir, inmitten von Stress und von Arbeit. Dabei gibt es in der ganzen Bibel kein Gebot zur Arbeit, aber ein ganz wichtiges Gebot zur Arbeitsunterbrechung, nämlich das Sabbatgebot. Das ist ein ganz zentrales Gebot, das wie fast kein anderes wiederholt und eingebläut wird und ziemlich ausführlich dargelegt wird in der Bibel. Und dabei geht es eben nicht, wie man ja heute gerade oft denkt, ja, um reine Regeneration und Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit, sondern es geht um viel mehr. Darum, dass Menschen innerlich und äußerlich zur Ruhe kommen und heil werden. Sich von Gott in Hast und Eile unterbrechen zu lassen, ja, das macht Leib und Seele gesund. Vermutlich war das Sabbatgebot deswegen noch nie so wichtig wie heute. Im Zeitalter von enormer Arbeitszeitverdichtung, ständiger Erreichbarkeit und ununterbrochener Berieselung. Ohne Zeit zum Nachdenken, Ruhe und Entspannung. Ja, da wird es nichts mit Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen. Auch nichts mit Predigen und mit Helfen. Ob es jetzt gleich wird wie bei einem Weltmeister oder wie bei Mutter Teresa oder Martin Luther King, naja. Aber sicher ist, ohne Ausruhen muss ich es erst gar nicht probieren. Also, denken Sie mal drüber nach, in einem Moment der Stille, in einem Moment der Ruhe und der Entspannung. Es lohnt sich in vielfacher Hinsicht. Amen. Und wenn Sie gerade wirklich keinen Moment der Ruhe brauchen, dann schenken Sie diesen Moment doch an jemanden weiter. Ciao! Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus